Willkommen zurück zu den Satoris Deathbreakers. Wir haben unsere erste Story-Mission beendet und wir haben. Der Vergangenheitssat hat uns ein paar Sachen übrig gelassen. Zum einen haben wir hier einen Centurion, der einen Medium-Laser eingebaut hat. Sonst nichts. Schaue ich mal in den Stock, was er sonst normalerweise hat. Er hat im linken Torso zweimal LRM-Ammo und eine LRM-10. Ich kenne das Modell ja schon aus dem Singleplayer und ich muss sagen, ich mochte die Bestückung im rechten Arm AC10. Wir haben gerade keine AC10. Haben wir hier einen Store, in dem wir eine AC10 kaufen können? Ich hoffe es. Jawohl. Aber keine AC10 da. Dammit. Das ist jetzt natürlich doof. Und ich vermute mal, zwei AC2 oder eine AC5 wird es auch nicht bringen. Weil wir haben ja auch nur einen Slot dafür. Ja gut, dann lassen wir den Centurion jetzt erstmal rumliegen. Ich hätte ihn gerne schon benutzt. Wichtiger ist mir der Shadowhawk. Halt, bevor ich das mache, den Blackjack. Der geht nämlich schneller, der braucht nur 5 Tage. Dann nehmen wir den Shadowhawk und reparieren hier alles. Wir haben hier noch ein Heatsink, was kaputt gegangen ist. Das war hier. Wobei, brauchst du einen Heatsink? Wenn wir die Heatsinks rausnehmen, bist du. Können wir dich wesentlich besser panzern? Ich glaube, das macht sogar Sinn. Dann haben wir hier noch unsere Spider, die ein bisschen angekratzt ist. Und hier fehlt ein Jump Jet. Wobei, ich glaube, ich nehme dir jetzt auch zwei Jump Jets raus. Panzere dich ein bisschen besser. Right. I'll get it in the schedule. So, damit haben wir zumindest ein paar Sachen erledigt. Paar Sachen, die wir da tun müssen. Und dann nehmen wir auch nur diesen Contract an, weil ich... Was soll's, wir nehmen den da an. Es ist eigentlich vollkommen egal. Viel Geld verdienen wir eh nicht, also nehmen wir den da. Da sind wir auf der Nummer sicher, dass wir auch den mit den ultraleichten Mechs verwenden können. Und wir verschwinden... weg. Wir haben das organisierte Chaos. Im morgendlichen Briefing sagt Jump Junks, dass der Leopard zu klein ist und naja, wir können halt keine Wände niederreißen, aber wir können Sachen die ganze Zeit durch die Gegend schubsen. Dann würde ich sagen, ja, wir bewegen mal ein bisschen was von unseren Supplies, um das Ganze besser zu verteilen. Dann haben die Jungs im Mech Bay auch ein bisschen mehr Platz. Ist doch auch was Schönes. Und ich hoffe, im Ankunftssystem können wir dann auch eine AC-10 kaufen. Oder vielleicht salvagen wir ja auch eine. Das wäre auch nicht blöd. Ja, guck mal, da hinten ist sogar ein zweites Jump-Chip. Deswegen diese, da ist sogar auch nochmal eins, diese Screens an sich sind allesamt ein bisschen randomized, das finde ich ganz gut. Das heißt, es sind nicht nur einfach blöde Video-Zwischensequenzen, sondern tatsächlich echtzeitgerenderten Kram. Ja, wir haben unsere Mechs fertig gebastelt, das ist gut. Und wir haben die letzte Tasse. Ja...
Als sie die Galerie betreten, streiten sich Glitch und Medusa um die letzte Tasse Kaffee. Und ja. Was können wir machen? Wir können das Ganze entweder unseren Navigation geben, wir können die letzte Tasse für uns selbst nehmen oder wir splitten es einfach. Damit haben wir beide jeweils zu High Spirits animiert, was bedeutet, sie sind besser im Kampf. Im nächsten oder in den nächsten 30 Tagen. Das heißt, wir sollten Glitch und Medusa jetzt wahrscheinlich am besten einsetzen. So, wir proceeden jetzt mal, weil bis wir die AC5 gefunden haben, dauert das noch eine Weile. Warum? Firepower. Warum bist du nicht repariert? Das verstehe ich jetzt nicht. So, zack, reparieren bitte. Das gibt's doch nicht. Wie ich kann man sein? So, Glitch und Medusa sind beide im Team, das ist gut. Ich glaube, ich möchte dich als Scannervertreter drin haben, weil wir haben hier auch ein Fernkampf-Mech. Und da sind wir in der Mission. Dort drüben irgendwo liegt unser Target. Wir haben eigentlich nur ein Ziel, aber wir haben natürlich auch ein paar mehr Gegner. Schauen wir mal. Das ist Canyon oder sowas. Aber ich bleibe trotzdem gerne im Wald. Da sind wir zwar nicht ganz so schnell, aber gut geschützt. Ah, da hinten haben wir unseren ersten Gegner. Sehr schön. Ach, du bist nicht Depp. Du bist ein Jenner. Ich hab gedacht, du wärst der Heuschreck mit der Langstreckenlafette. Ah. Da bin ich etwas durcheinander gekommen. Es fängt doch schon mal sehr gut an. Zumal ich sowieso eine zweite Aufnahme gemacht habe. Bei der ersten Aufnahme habe ich total vergessen, dass Vergangenheitssatz Dinge für uns vorbereitet hat. Nämlich nichts. Yes, Commander. Kann ich den von irgendwo erreichen? Nein. Dann Reserve, bitte. Copy that. Ah, was bist du für einer? Good to go. Wir wissen ja alle, dass die Spider da vorne relativ dünn bestückt ist, was die Rüstung angeht. Das werden wir jetzt mal ausnutzen. Die einmal alles entgegenschleudern, das wäre. Auch wenn wir nicht wirklich getroffen haben. What can I do for you? Ready for orders. Waiting on you, Commander. Don't need to tell me twice. Und in den Wald. Dummerweise hat unser Gegner auch sehr, sehr viel Wald. Aber das macht ja nichts. This should be good. Auch so können wir Panzerung wegschälen. Engaging target.
gut und du kommst einfach nur näher ran. Da wäre das ein, unser Langstrecken-Heuschreck gewesen. Hätten wir damit irgendwie nicht mehr machen können. Dann hätte ich ihn auch jetzt richtig eingesetzt, indem ich mit der Langstreckenrakete drauf geschossen hätte. Aber nein. Ich bin ja schlau wie Heu. Oh, die linke Seite ist ein bisschen kaputt. Noch eine Spinne. Ebenfalls braucht man zwei Insektenjäger. Sehr viel, wo man dich treffen kann. Das müsste eigentlich ausreichen. Aha. Ah. Da hinten ist ein Mech mit Langstreckenraketen. Gut, dass wir im Wald sitzen. Systems holding. Yes, Commander. Roger that. Roger that. Auch wenn die Langstreckenraketen da 30% haben. Wir haben so viele im Moment dabei, ich denke mal, die werden uns diesen Kampf nicht ausgehen. Eine Spinne. Sehr schön. So, der Zenotorso ist relativ leer. Ich versuch's mal. Ja, das reicht auf jeden Fall. Damit kann der zumindest nicht mehr schießen und es sind auch nur drei Spinnen insgesamt. Offensichtlich ein mittlerer Mech. Der sehr schnell ist. Heading out. Ein Heuschreck. Okay. Ich klopf mal an. Das ist nicht der Mech, mit dem ich gerechnet habe. So, der hinten die Hitzeentwicklung ein wenig einzudämmen. Machen wir mal aus. Da haben wir schon mal die Hälfte seiner Hauptbewaffnung ausgeschaltet.
darfst nochmal zielen. Ja gut, das war die linke Seite. Da haben wir nochmal einen Medium Laser Crit. Eigentlich hätte ich ihn gerne komplett ausgeschaltet. Yes, Commander. Location confirmed. Dann schälen wir halt den Rest so raus. Das hat gereicht. Damit ist der schon mal aus dem Rennen. Und der da hinten ist stehen geblieben. Das ist sehr schön. Ja, ich weiß, da kommt irgendeiner mit zu Langstrecke. Irgendeiner im 10. Barely hit, Commander. What's up, boss? Coordinates received. Schauen wir mal, vielleicht ist der Heuschreck der einzige, der. Let's see how you like this. Den irgendwie zur Seite steht. Good to go. Der Mech ist einer der kühlsten aktuell, deswegen nehmen wir den. Panzerung sollten wir einfach durchkommen. Jo. Der ist down. Waiting for orders. Jetzt müssen wir nur noch rechtzeitig da hinten irgendwie hinterherkommen, um rauszufinden, was da hinten für ein Mech rumsteht. Und ihn zur Strecke bringen. Ah, da kommt er uns sogar schon entgegen. Das ist ja nett. Vielleicht sollte ich dann hier unten einfach stehen bleiben. Hilft natürlich meiner Hitzebilanz ungemein. Da hinten gibt es nirgendwo Deckung. Also stehen wir nämlich auch mal in den Wald. Einfach um ein bisschen geschützter zu sein, wer jetzt da rauskommt. Ja, ein Centurion. Habe ich mir fast gedacht. Aber mit einem schweren Laser statt mit der AC. Also einem großen Laser, Entschuldigung. Standing by. Waiting on you, Commander. Was willst du, keine Chance? Commander. Ah, du kannst doch hochspringen. Engaging jump jet. Ich meine, das können die anderen theoretisch auch. Giving them everything I've got. Primary target damage, Commander. Ja, das ist der unser primäres Ziel, das ist gut zu wissen. Good to go. Dann springen wir mal zur Seite. Und du darfst auch darüber springen. Sprungfähige Mechs sind manchmal einfach gar nicht mal so blöd.
Engaging target. Hi, hi. Du kannst zwar auch springen, aber du kannst auch sprinten. Going full throttle. Ich vermute mal, er wird sich besser in Bewegung setzen, um mit seinen Primärwaffen zurechtzukommen. I hear ya. Waiting on you, Commander. Wir haben aber leider keine Schusslinie dadurch, dass hier so ein blöder Berg ist. Good to go. Und hier springe ich nach vorne. Wir haben ja noch unseren Vindicator, der hat direkte Bewaffnung. Roger. Ja, für 40% waren das ein guter Treffer. Und du kannst einmal reinballern. Mit der PPC macht man dann doch ein bisschen Schaden. Good to go. So, dich lasse ich einmal auf Reserve, weil dann macht er zuerst was. Ah, guck, einer kommt runter. Waiting for orders. Dann können wir dich nämlich auch mal so einsetzen, wie es beliebt. Nämlich, indem du einfach in den Rücken springst und dort ein komplettes Potenzial auswirken darfst. Da haben wir schon mal einen kritischen Schaden gemacht. Ich fürchte, dich muss ich auch mal durch die Gegend springen. Und wenn wir können, dann natürlich einfach in den Rücken. Unter den Bedingungen nehmen wir natürlich einfach einmal komplett Feuer in den Center draußen. Und das war's. Sehr schön. Alles erledigt, wir können sofort weg. Ja, Payment Increase bei 25%, das macht jetzt bei der großen Menge Geld nicht viel aus. Wir haben keine internen Schäden bekommen, aber wir können Dinge mitnehmen. Leider nicht das, was ich suche, nämlich die AC-10. Auch nichts Special-artiges, aber wir können ein Stückchen von dem da mitnehmen. Ja, dann nehmen wir noch die LRM-10 mit und dann ist gut. Wir kriegen halt zwei Stück Spider zusammen. So, dann haben wir noch den nächsten Contract von Lady Arano. Wir haben hier noch den Store, den ich gerne nochmal anschauen würde. Stimmt, wir hatten hier keine AC-10. Irgendwas, ja gut, da fehlt halt noch die Bewaffnung, das ist logisch. Irgendwas anderes. Wir können da zumindest die 5er einbauen, solange. So. Dann hattest du hier, glaube ich, noch eine LRM drin.
Und irgendwas fehlt da noch. Zweiter Medium Laser im Center Torso. Damit bist du eigentlich schon fast komplett. Was wir noch machen könnten, wäre hier noch eine MG reinwerfen und ein bisschen MG-Ammo. Damit haben wir den Store nämlich auch komplett. Oder wir könnten Small Laser einsetzen und das Ganze mal aufmaximieren, was die Brüstung angeht. Und vielleicht setzen wir noch irgendwo einen Heatsink ein. So. Braucht 30 Tage. Gerade jetzt am Anfang ist so ein Ding umbauen halt echt nett gut. So, wir haben Contracts. First Strike. Wir können in Veldri unseren First Strike machen oder wir können auch ein paar andere Aufträge erledigen. Ich würde behaupten, ich versuche jetzt erstmal noch ein bisschen ein paar andere Sachen zu erledigen, damit wir ein bisschen Tonnage auf die Beine kriegen. Und dann machen wir unseren First Strike. Aber das machen wir frühestens in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.